Oder was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit herzlich willkommen zu Telonym Folge 12. Ehrlich gesagt schon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Telonym-Format, was ich angefangen habe, oder dass ich halt so viele Fragen kriege, dass ich wirklich daraus 12 Videos machen kann. Das sind jetzt aber neue. Die ältesten sind vor einem Monat und die frühesten sind vor einer Stunde. Also die neuesten sind vor einer Stunde und einem Tag halt. So. Und wir fangen natürlich unten an. Was machst du morgen so, da das vor einem Monat war? Ja. Tatsächlich werde ich morgen WWE gucken. Morgen ist neue Show. Stimmt ist, dass Männer es nicht fragen, wenn Frauen nach einem Date fragen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Bro. Ich habe nicht den reinsten Schimmer davon. Wo wohnst du? Das weiß man eigentlich, wenn man meine Videos guckt. Wo genau nicht, aber man weiß, dass ich in Bremen wohne. Wörter, bei denen du random lachen musst. Eine lange Zeit lang Pudding, ehrlich gesagt. Ja, eigentlich nur Pudding. Wieso ist es für manche Männer manche so schwierig, offen über Digga. Ah, ey, keine Ahnung. Achso, die Frage hatte ich doch gerade. Doch F Dingens gedrückt oder nicht? Ah, da. Tipps denn deine Eltern, dich nicht lassen, eine Beziehung zu haben? Ja, Mann. Hast du einen Lieblingsschauspieler? Jensen Ackles. Auch bekannt. B. Als oder Soldier. Ja, ist halt ein cooler Typ, ne? So, wir schreiben mal die Serien da auch noch hinter. Damit keiner da verwirrt ist, so von wegen von was ich hier rede. Was hast du als letztes im Fernsehen geguckt? Keine Ahnung, da ich irgendwie seit 5 Jahren oder so nicht einmal wirklich mehr Fernsehen geguckt habe. Also kein normales, so. Deswegen einfach gucke kein. Aber tatsächlich so. Wofür hast du letztens ein Kompliment gekriegt? Das sind Fragen, Bruder, keine Ahnung, die weiß ich doch heute nicht mehr. Ich sehe gerade, das Video geht jetzt gerade erst 3 Minuten, also nicht wundern, wenn mal irgendwie neue Fragen da sind oder so, weil ich werde dann wahrscheinlich so mehrere, ich sag jetzt mal Folgen, vielleicht so ein, zwei Dinge, also die hier plus noch eine dann in eine verpacken, sodass das dann so gesehen Folge 12 ist. Ja. Also nicht wundern, warum mit mal irgendwie alles anders ist, ne? So, ja. Was passiert oft in deinen Träumen? Keine Ahnung, Alter. Ich schlaf echt schnell tatsächlich, muss ich sagen. Verschiedenes, Verschiedenes, ehrlich gesagt. So, ich bin mir gar nicht sicher, was man darauf sagen kann. Wie lange sollte man jemanden am besten kennen, bevor man erste Schritte gehen kann? Woher soll ich das wissen, Mann? Ich, Digga. Keine Ahnung. 3 Jahre. Was bestellst du bei Meckes? Gezogen.
gehen nur zu KFC. KFC ist Power. Pläne für den Rest des Tages. Ja, heute nichts mehr großartig. Ja, zu meinem. Gut, wenn ihr das Video seht, halt, dann war ich da schon längst. Ne? Also, besser Weg in der Schule zu schummeln. Habe ich nie gemacht. Deswegen, ich kann dazu nicht wirklich großartig viel sagen. Magst du den, was magst du am Winter? Nichts, weil es ist kalt und ekelhaft und man will da nicht raus. Leute, ja, ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns dann so gesehen, ja, praktisch gesehen, wenn das Video zu Ende ist, so. Also, ich schätze mal, dass, oder der nächste Teil, den ihr dann hiervon sehen werdet, macht dann der andere Jan, der Jan aus der Zukunft. Weil für mich ist gerade der 25.11. Und ja, ich würde sagen, ja, viel Spaß mit dem Zukunftsjan dann auf jeden Fall, ne? Haut rein, bis zum nächsten Video dann von diesem Jan hier. Und ja, haut rein, bis dann von meiner Seite aus. Tschüssi. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil, beziehungsweise zum zweiten Teil des Videos. Ja. Das ist nämlich jetzt genau hinter den anderen Teil geschnitten, den ich ja schon vor einer längeren Zeit aufgenommen habe. Und das ist jetzt eigentlich nur die Fortsetzung des Videos. Ja, deswegen, das ist immer noch Telonym Folge 12 und nicht Folge 13, sondern das hier kommt hinter den ersten Teil von Folge 12. So gesehen ist das Folge 12.2. Ja, keine Ahnung. Was würdest du Leuten Positives sagen, die noch nie in ein Land gereist sind? Oder ich bin nur in Bremen, was soll ich über Deutschland sagen? Kein Plan. Ich bin ehrlich, ich hätte gar keine Ahnung, was ich irgendwem sagen soll, Bro. No joke jetzt. So, erzähl mir von deinem Tag, harte Schule. Harte Schule, mehr hatte ich nicht. Oder mehr habe ich nicht gemacht. Was hast du in letzter Zeit Cooles oder Interessantes gelernt und was? Nichts. Nee, keine Ahnung. Actually, keine Ahnung. So, weil, gut, in der Schule lerne ich halt, aber interessant jetzt nicht. Wem hast du deine letzte Nachricht geschrieben und worüber? Kumpel und auch Emoji wegen einem TikTok. Ja, Rock, ja man, TikTok, ja man. Nee, TikTok. TikToki. Wie fändest du es zu wissen, an welchem Tag du stirbst? Ich würde es irgendwie lustig finden. Bin ich ehrlich? Irgendwie lustig, aber auch schockierend, würde ich jetzt sagen. Schockierend. Es juckt mich nicht, ob ich schockierend richtig oder falsch geschrieben habe. Ich juckt es nicht. So, was hast du mit deinen Freunden früher für Spiele gespielt? Also kommt drauf an, wenn Handy oder so, dann so halt CR, COC, MC, RL. FN. Also wir haben halt sehr viel Blödsinn immer gezockt. Ich schreibe die Namen mal kurz aus. Hier Fortnite. Rocket. Ich schwöre, ich blamier mich jetzt, weil ich League falsch schreibe. Weil ich habe nämlich immer noch keine Ahnung, wie ich die schreibe. Aber ich habe es richtig geschrieben. Wobei mit CR und COC ist eigentlich... Ist ja klar, was man meint. Aber ich mach's mal trotzdem. Ich schreib's trotzdem mal kurz aus.
Und wir haben halt sehr viel Blödsinn immer gezockt, halt. Früher noch. Aber das waren halt so die Games, die wir wirklich sehr, sehr früh noch gezockt haben. Ich weiß gar nicht, was noch alles. Ich glaube, Pac-Man haben wir auch noch mal, hatte ich auch mal gespielt mit Kollegen. Das war auch so. Tetris, stimmt, Tetris hatte ich auch richtig oft gezockt. Ja. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr, deswegen UVM. So, was müsste passieren, damit du deine Beziehung beenden würdest? Ich bin denn keiner, also. Kein Plan, actually. Bin ich ehrlich. Findest du es komisch, wenn eine Frau einem Mann eine Rose schenkt? Nö. Warum sollte ich das komisch finden? Wo kann man dir sonst noch so folgen? Digga, der ist doch auf Werbung. tatsächlich Instagram kann man mir folgen. Instagram, ganz einfach, ganz chillig. Ja, mein Gaming, YouTube, TikTok natürlich auch. Hier dasselbe Spiel, Jammeier Gaming. YouTube, Twitch. Twitch.tv Gaming. YouTube.com Euer Gaming. Also ihr könnt mir gerne überall folgen, ne? Auch natürlich Links unten in der Videobeschreibung und ganz wichtig Discord. Richtig und wichtig. Was ist heute so passiert? Nichts. Heute ist rein gar nichts passiert. Was hättest du heute gerne mehr gehabt? Nichts. Ich hatte eigentlich alles so. Ich habe Pizza gegessen, also hi. Mir geht's gut. Was laber ich, Digga? Egal. Leute, wenn euch diese Folge Telonym gefallen hat, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Und ja. Leute, übrigens habe ich mal wieder ein Short auf dem Hauptkanal gemacht. Da habe ich mich nämlich so für die 124 ja mittlerweile seit heute die 124 Abonnenten bedankt, beziehungsweise zum Short-Zeitpunkt war es 121. Aber trotzdem dickes fettes Dankeschön geht da raus. Aber das hatte ich auch schon in der letzten Folge von der zweiten Staffel Cleverbot gesagt. Und ja, ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.